Hallöchen Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4. Ich habe es doch gesagt, 6. Letztes Mal wieder das Spiel gestartet und ich will mich zuallererst entschuldigen dafür, dass ich beim letzten Mal so sehr stark abgelenkt war. Aber es war ausnahmsweise wichtig. Also, man möge mir nachsehen, bitte. Das Inventar ist voll. Und dafür zeige ich auch noch eine Cutscene, die ich mit Sicherheit nicht gezeigt hätte. Könnte das doch gewesen sein? Braunrot, irgendwie sehr vertraut. Ja, das war doch mit Sicherheit nicht Ada oder so. Bestimmt nicht. Nee, diesmal wollte ich die Karte öffnen. Keine Schätze bis dahin. Okay, das ist ein anderer Raum. Ich dachte gerade, wir haben da einen Schatz verpasst, aber. Okay. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Nachladen? Nein. Muss ich speichern? Ich denke nicht. Ein Ei. Ja, unser Inventar ist ein bisschen voll, nicht? Nicht? Jetzt ist es komplett voll. Die TMP mal ein bisschen benutzen. Klopf, klopf. Ups. Nutzen wohl auch Toiletten. Sieht nach zivilisierten Menschen aus. Ich meine, warum auch nicht? Muss das Bild dieser Kirche sein? Ich hoffe, Ashley geht's gut. Kann man hier untersuchen können? Die Bewohner dieses Hauses ernähren sich wie normale Menschen. Das Bild eines Sees. Vielleicht ist er hier in der Nähe. Messer. Menschen hier scheinen ein ganz normales Leben zu führen. Sie lesen sogar. 1000? Erstmal fett beklaut die. Damen und Herren. Wait a minute. Unforastero indeed. Ah, okay. Oh, oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Lauf, 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 lauf. Nom. Er blinde. Wie viel hält der Dude denn aus, bitte? Holy shit. Ach, zwei Schuss in der Schrot, na super. Ein Rubin. I take it. I take this. Spinel. Ups. Ich drück mal die falsche Taste.
Okay, jetzt haben wir definitiv wieder ein bisschen Platz im Inventar. Okay. Un forastero! Oh nein, ach, ich wollte ihn eigentlich treten. Schlitz ihn auf. $800. Sie haben die Türen geriegelt. Lecker, lecker. Bitte keine weiteren Kettensägen mehr. Ne, mitnehmen. Danke. Boah. Boah. Oh. Okay, okay. Alles super, solange du wild bist. Noch mehr Duzi oder warum ist hier so dramatische Musik da? Target acquired. Target acquired. Nein. Irgendwo. Da oben. Okay. Der darf doch ruhig sein. Der hat mich blöd angemacht, Entschuldigung. Nachladen. El Pistola. Hallo, Mr. Huhn. So, hier können wir jetzt ja rein. Einmal aufmachen, bitte. So viel Pistolenmunition die ganze Zeit. Das ziemlich. Ah, ich würde es nicht so schlecht sagen, aber. Ich benutze die Pistole halt einfach viel zu selten. Und hüpf. Schön in die Plürre. So, vor uns ist ein Schatz, ja. So, einmal da. Hier. Ping. Na. Na. Ja. Elegante Kopfbedeckung. Spinell. Spinell. Und 900 Bedas. Danke, hey. Got something that might interest you. Got a selection of
Ein Fremder, Glück mit dem Medaillen gehabt. Denk dran, du musst 10 oder mehr treffen, um eine Spezialpistole zu haben. What are you selling? What are you selling? Is that all, stranger? Is that... Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Thank you. What are you buying? Aktualisiert. Ultraschütze für dieses TMP. Und verteilt 80% sorgt so für Stabilität und Bedienkomfort. TMP bräuchte ich das dafür nicht. Stranger, stranger. Now that's a weapon. Now that's a weapon. What are you buying? What are you buying? Thank you. Normale Feuerkraft der Pistole 1, okay. Das finde ich gut, dass da eine Erklärung mit beisteht. Ladegeschwindigkeit. Thank you. Thank you. Kapazität nehmen wir uns nochmal auf, weil ich weiß, dass wir die erst nachgeladen haben. Thank you. Aber kommt halt ein Free Reload, wie man hier in der TMP gesehen hat. Okay. Okay. Da. Eine Handgranate. So wie ich sie mag. In meinem Besitz. Ah, la Campana. So. Hier sind ein paar Dudes unterwegs. Ah, hier ist da? Wo ist der da? Eng. War das sicher? Ach, sie war das. Sagen, hätte doch jemand rumgeschrien, war er das nicht? Okay, acht. Acht sind hier? Ja. Eins. Oh, da. Zwei. Ja. Komm schon, Leon. Special Army und sowas, ja? Und zittert er trotzdem so rum. Okay. Sniper Money, I take it. Bin ich early. In diesem Grab sind Zwillinge begraben. Das ist eine andere Insignie. Vielleicht haben alle Gräber verschiedene. Insignie habe ich schon mal gesehen, aber vielleicht hängt die Aussicht vom Grab ab. Ob das irgendein Rätsel sein soll? Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, weil im Speedrun habe ich nie sowas gesehen mit den verschiedenen Insignien. Ararero? Oh oh. Oh oh. Okay. Ihn auf. Genau, die konnte man anschießen, warum auch man das machen sollte. Eine Brandgranate? Nein. Jetzt war ich auf die Map. Oh. Okay.
Das Ding rührt sich nicht, das ist von der anderen Seite verschlossen. Natürlich. Got him. Oh. Greifer 7 Insignia der toten Zwillinge. Lässt sich in 3er- oder 4er-Schritten drehen. Ja. Also wir wissen, dass der oben definitiv, ja, der, worauf er gerade zeigt, ist definitiv. Ja. Ja. 3, 3 vielleicht? Oh. Geht dann wieder aus, okay. Okay, okay. Müssen wir uns die Zwillingsgräber mal angucken. Lässt sich einrichten. Also wir wissen auf jeden Fall, dass das oberste Symbol Zwillingsgrab ist. Okay, dann das M. Und das V. SVM quasi, okay. Das lässt sich doch mit Sicherheit regeln. Ist hier hinten noch zufällig direkt? Ja, natürlich. Ich weiß, wir müssen nur 10, aber Completionist. Okay, das S, das V und das M. Okay, also einmal 3. Nochmal 3. Nochmal 3. 4. Hier 3. Jawohl. Grünes Katzenauge. Nice, nice, nice. So, das lässt sich doch bestimmt kombinieren mit dem Ding, genau. Ich glaube, die Maske wäre mehr Geld wert gewesen. Hm. Oh, der war. Leon, have you reached the church yet? Well, yeah. Sort of. Leon, did I mention not to take the scenic route? At any rate, Ashley's probably inside that structure. Rescue her, hurry! Ja, würde ich ja, aber die Tür ist zu. Auch wenn ich sie untersucht habe, sie ist zu. Hey, ist da? Okay, muss ich schon sagen, Respekt, das waren eigentlich keine schlechten Schüsse. Ich mag dein Gesicht nicht. Okay. Winkel ist ein bisschen blöd, so. Andere ist da unten. Schließen der Kirche. Was die beiden Flüchtigen anbelangt, ist die Ergreifung von Louis wichtiger als die des Amerikaners. Was Louis uns gestohlen hat, ist wichtiger als das Mädchen. Wenn wir es nicht wiederfinden, ist das Mädchen für uns wertlos. Wir brauchen das Ding für unsere Pläne. Wenn es in die falschen Hände gerät, hätte das für die Welt andere... Wenn es in die falschen Hände gerät, hätte das für die Welt andere als die vom Lord erwünschten Folgen. Okay. Das darf nicht geschehen. Trotzdem lassen wir das Mädchen nicht frei. Damit der Ami sie nicht findet, habe ich die Tür der Kirche, wo sie gefangen ist, verschlossen. Jeder, der in die Kirche gehen möchte, braucht Lord Settlers Erlaubnis. Beim See ist ein Schlüssel, aber der ist sicher, seit Del Lago von unserem Lord geweckt wurde. Niemand kehrt lebend vom See zurück. Außerdem fließt unser Blut durch die Adern des Amerikaners.
Früher oder später wird er einer von uns. Und dann sucht niemand mehr nach dem Mädchen. Echt jetzt? Ein Hühnerei. Hey. So könnte das letzte Zeichen sein. Oh hey. Wo wäre denn der nächste Händler? Ah, direkt vor uns. Ausgezeichnet. Cash, cash. War es das wert? Ja. Was rummelt hier? Das Tor ist fest verschlossen. Warte, ich hier auf der anderen Seite etwas krummeln. Wäre mal lieber nicht so nah rangehen, Leon. Pistel, Spinell. Schön, schön. Ich höre noch ein paar Krähen, aber ich denke mal, die kann ich nicht erreichen. Stranger, Stranger. Now that's a weapon. Hey. Got some rare things on sale, strange. Gut gemacht, Fremder. Wie sehr hast du genügend Medaillen getroffen? Jetzt wurde die versprochene Pistole auf dem Kaufbildschirm. Mach dir um Geld keine Sorgen, das geht aufs Haus. What are you selling? What are you selling? Is that old? What are you buying? Punisher? Ich dachte, man bekommt eine andere Waffe. Warte mal. Muss ich mal ganz kurz raustappen. Never mind. Dies ist die Episode, von der ich sprach. Okay. Thank you. What are you buying? What are you buying? Is that all, stranger? Is that all? Thank you. What are you buying? What are you selling? What are you selling? Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Come back anytime. Oh hey. Ich hätte gedacht, das wäre eine andere Pistole gewesen. Na gut. Feuert eine Kugel durch zwei Ziele. Bin nicht ganz sicher, wie praktisch das ist.
Normalerweise bedeutet das, dass der zweite Schuss dann definitiv weniger Schaden macht. Köpfe hoch. Mensch, ich frage mich, was ich hier machen muss. Was auf dem Rückweg? Schatz vielleicht? Nee, okay. Da ist ein Schatz. Also, ich vermute mal, das ist der See. Oh, guck mal da. Is that all stranger? Stranger, stranger. Now that's a weapon. Ist der so rumzittert beim Schießen, beim Zielen? Ich dachte, du warst ja ausgebildet nach Resi 2. Anscheinend ja nicht. Ja, komm, bleib mal bei der Pistole. Weiß nicht wieso, aber ich habe ein bisschen Respekt vor etwaigen Kettensägenmännern. Was macht der denn da? Granate, ein Deck. Also das hätte ich so jetzt nicht gesagt. Aua. Ich höre das. Oh boy, warum sind das jetzt schon wieder so viele? Weg. Nein, oh, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Danke. Ein falscher Taster. Okay. Lief doch ganz okay. Warum ist hier denn schon wieder dramatische Musik? Ach, die spawnen endlos. Ach so. Ja, gut. Gut zu wissen. Bestes Resident Evil ever. Runter und dann nach da rechts. Hier irgendwo? Da ist ein Nest über mir wahrscheinlich, ja? Ich doch. Antiker Pfeifer. Escape. Escape klingt ganz gut. Ja, Bastard.